Hallo und herzlich willkommen zu Neo Paradise, dem fröhlichen Hipster-Einlauf im Telehospiz ZDF mit No-Go und Aas, dem Nerd-Brillen tragenden Kastanienmännchen mit Lachgaseinspritzung und seinem unrasierten Minimi. Kommen Sie rein, seien Sie dabei, hier gibt es Quote und Verletzte. Das ist Guantanotainment der Hostelstufe 3. Können Sie das Maul halten für einen Moment? Einfach das Maul halten, wenn ich Interview mach. Aber ich bin nur ehrlich. Sie sind nicht ehrlich, Sie sind dumm. Das ist Unterschied. Ja. Na, sei es gut jetzt. Irgendwo, vielleicht machen wir noch mal. Ja? Wie sagte einst Hans Beim an der Lindenstraße, Silvester, Champagner für alle, es gibt was zu feiern. Ich dachte kurz, du machst mir jetzt einen Antrag. Was gibt's zu feiern? Der sympathische Staatschef seit, jetzt schon besoffen. Der sympathischste Staatschef seit Stalin, Wladimir Putin, ist 60 Jahre alt geworden. Prost. Man könnte tatsächlich sagen, du nimmst auch wirklich jeden Anlass, um zu saufen, ne? Ja, das stimmt. Aber gut, es ist vielleicht ein nichtiger Anlass, um mal wieder im Fernsehen zu saufen. Aber ich muss sagen, das ist schon eine Besonderheit. Als Russe 60 Jahre alt werden, passiert nicht jeden Tag. Da hast du auch wieder recht. Passiert, ne? Nur auf Regierungsseiten. Und was gehört das für eine Party wahrscheinlich, ne? Ich meine, wir wissen, dass die Russen feiern können wie die Schweine, spätestens seit Violettas 100. Und wissen auch, dass diese Partys wahnsinnig sexy sein können. Ja, absolut. Ich meine, guck dir das mal an, ne? So sieht das aus. Das ist hier Wladimir Putin, ne? Das ist ein ganz lieber Mann. Der ist hier mit Delfinen und so weiter, ne? Guck mal, ein ganz lieber Mann. Das würde der Delfin doch merken, wenn das ein Mafia-Boss wäre. Die haben doch ein ganz feines Gespür. Wer von den dreien ist der Putin? Guck mal hier, ich meine, der gibt's ja mehr oben ohne Fotos bei Google als Michaela Schäfer. Überall, gerade irgendwie, weiß man aber gar nicht, ob er gerade drauf geritten ist oder gerade irgendwie das Pferd erwürgt hat mit eigenen Händen wie den sibirischen Tiger. Ich finde es wirklich toll. Aber die Stimmung soll nicht so prächtig gewesen sein auf der Party, wie man vermuten könnte. Ja, das Problem war einfach, er hatte wahnsinnig viele Künstler eingeladen. Ja, und die konnten aber nicht zum Fest erscheinen, weil die haben die Gefängnistür von innen nicht aufbekommen. Ja, ärgerlich. Schade. Ne? Ja. Aber heutzutage, was macht man, wenn die Stimmung so ein bisschen abflaut auf einer Party? Da gibt es ja mittlerweile ein probates Mittel. Wenn die Stimmung nicht so gut ist, dann lädt man sich Markus Lanz ein. Und der schüttelt ein paar spontane Gags aus dem Ärmel. Ja. Eine Show, der Zauber eines Abends, Nervenkitzel und Kunst aus Düsseldorf. Und ein Mann, der es allen gezeigt hat. In der Stunde Null nach Gottschalk moderiert Markus Lanz Wetten, dass so souverän weg, als wäre es ein Wenn ich sie wäre auf der IFA. Der sympathische Italo-Entertainer hat es geschafft. Die perfekte Show. Fast. Neulich schöne Szene in einem Kölner Parkhaus. Eine Frau steigt aus dem Auto, kommt wutentbrannt auf mich zu und sagt, Wetten, dass das hier ein Frauenparkplatz ist. Und ich gucke sie an und sage, Entschuldigung, Wetten, dass ich das nicht gesehen habe. Und sie sagt, Wetten, dass mir das scheißegal ist. Es geschieht das Unglaubliche. Trotz penibler Vorbereitung will das ausgeklügelte Gagfeuerwerk nicht zünden. Ich bin Moderator mit Migrationshintergrund. Ja. Und manchmal sogar mit Migränehintergrund.
Stille im sonst so jecken Düsseldorf. Was ist da schiefgelaufen? Noch am gleichen Abend echauffiert sich das Naseweiß-Feuilleton über Lanz angebliche Humorlosigkeit. Müde Witzchen, schreibt die Taz. Hölzern, meint die SZ. Sogar die Bild fragt scheinheilig, wer schreibt ihre Witze, Herr Lanz? Ekeljournalisten verhöhnen den Showmaster mit ihrem prätentiösen Schlauschreib. Pervers, wie hemmungslos mit Markus Lanz Schindluder getrieben wird. Neo Paradise prangert das miese Spiel an. Hilft aber auch und hat die Lösung, falls mal wieder ein Gag nicht klappen sollte. Mit dem Neo Paradise Show-Element. Das Famose aus der Dose. Pupsspray. Mit Entertainment-Garantie. Pupsspray hilft bei Ideenlosigkeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Pupsspray. Dramatisiert. Ist ein Stimmungsmacher. Und riecht nach Pups. Sogar das Schlauberger Blatt FAZ lobt den reflektierten Einsatz von Pupsspray bei Neo Paradise. Und was den TV-Harlekinen Joko und Klaas recht ist, kann Wetten, dass nur billig sein. Die aufwendige Simulation zeigt, wie Wetten, dass abläuft, würde schon hier das patentierte Pupsspray zum Einsatz kommen. Wetten, dass das hier ein Frauenparkplatz ist. Und ich gucke sie an und sage, Entschuldigung, wetten, dass ich das nicht gesehen habe. Und sie sagt, wetten, dass mir das scheißegal ist. Der Beweis. Pupsspray hat die Samstagabend-Gag-Garantie und funktioniert auch in schwierigen Fällen. Ist dein schöner Nagellack kaputt gegangen? Ja, das muss ich auch noch erklären fürs ZDF-Publikum. Ja, bitte. Erzähl. Was? Nee, weil ich weiß, wie die manche denken, oh, der ist lange in Köln gewesen. Naja, auch Pupsspray stößt manchmal an seine Grenzen. Pupsspray hilft auch ihrer Show, ist dermatologisch getestet und überwindet peinliche Stille nach einem missratenen Witz mühelos. Und riecht nach Pups. Pupsspray. Putting the F back into art. Ja, schön ist das, ne, so ein Pupsspray. Ja. Oh, trink ich. Wir möchten unserem Kollegen Markus Lanz einen Gefallen tun und deswegen haben wir ein kleines Care-Paket, was wir ihm jetzt schicken werden, mit allem, was er braucht für die nächste Ausgabe. Erstmal eine Ecke und eine Kante, ja, braucht er, habe ich gelesen. So, dann natürlich eine Dose des patentierten Pupsprays. So, und das Ganze, weil es so schön ist, erstmal wird das hier frankiert, direkt, ne, wenn ihr auch mal was schreiben wollt, M hoch 2 TV-Produktionsgesellschaft, KKG, zu Händen Markus Lanz, Schützenstraße 15, 22761 Hamburg. Ja, das kommt an. So, das machen wir hier drauf. Und dann haben wir hier noch unsere ganz neue, das ist wirklich toll hier, ja, die Helmut Kohl Briefmarke. Ja, die ist wirklich ganz neu. Die ist fett. Und ich würde gerne einfach auch so, um, sagen wir mal, uns bei Helmut Kohl auch ein bisschen für die Einheit zu bedanken, würde ich dich, Violetta, bitten, die anzulecken. Ja? So, komm doch mal bitte rüber. So. Kann ich einmal anlecken? Ja? Ja, nochmal? Ja? Okay, danke schön. Danke sehr. Großen Applaus für Violetta. So, das Paket kommt jetzt raus. Danke sehr. Wir haben eine Band im Schrank stehen. Sie kommen aus Österreich, oder eigentlich ist es gar keine Band, es ist ein Hip-Hopper. Er endet auf Boy und viele werden hier sagen, bloß nicht. Nein, es ist nicht der Boy, den ihr denkt, es ist Left Boy. Why sell boutique, Maserati, penthouse, helicopter, fame? Guns, bitches, need money. Why sell boutique, Maserati, penthouse, helicopter, fame? What you looking at? Mama, bist du irre? Hat nicht funktioniert, der Gang.
Doch, natürlich. Die Leute sind ausgerastet. Wissen nur nicht mehr, warum. Wir haben hier etwas. Und das hier, ne? Wenn man das hier sieht, guckt euch das mal an. Da könnte man denken, Home of the Whopper. Oliver Kalkofe jetzt exklusiv bei Burger King. Ja? Ist aber nicht so. Ja? Es ist tatsächlich eine gute Nachricht, die sich darin versteckt. Oliver Kalkofe ist zurück. Und zwar nicht nur er, sondern seine legendäre Show. Re-Kalk nennt sich das Ganze. Kalkofes Mattscheibe. Endlich wieder da bei Tele5. Und heute ist Oliver Kalkofe bei uns. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen. Oliver Kalkofe, schön, dass du da bist. Habt ihr das Pupspray schon benutzt? Ja. Oder ist das jetzt Eigenduft? Das, genau, nee, da hat einfach mal Jürgen den Arm ein bisschen. Ich dachte einfach so, einfach mal so zwischendurch für einen Lacher. Ne? Herrlich, kann man immer gebrauchen. Das, ist echt gut. Das hätte man auch gebrauchen können. Es gibt ja dieses Buch von Jörg Thaddäus, wo eine Bombe explodiert beim Fernsehpreis. Ja. Ne? Und das hätte man ja vielleicht da auch benutzt. War ja jetzt gerade erst Fernsehpreis. Ist für dich ja sicherlich eine besondere Veranstaltung in vielerlei Hinsicht, oder? Ja, also da waren natürlich wirklich einerseits ganz viele potenzielle Opfer, die da saßen von mir. Andererseits auch viele Schuldige und Verantwortliche, also die jetzt da saßen, weil man sitzt da ja, um sich feiern zu lassen und huldvoll gegenseitig an den Eiern zu kraulen. Und dann kam ich halt aber raus und hatte auch eine kleine Matz mitgebracht zu dem Thema, was jeder gerne totschweigt, so wie das ganze Tagesprogramm. Und da saßen dann so einige schon in Schockstarre und dachten so, oh, da haben wir nichts mit zu tun. Ich bin zwar von RTL der Chef, aber das wusste ich nicht. Tut mir leid, Entschuldigung. Da war so Ruhe und die anderen haben sich sehr gefreut, dass das eben auch mal gesagt wurde und ja, das war schon spannend da zu sein. Du hast ja dann wirklich auch, ich möchte mal sagen, ja, so eine Rüstung oder eine Uniform an, also du trägst dann deine pinke Fliege, das heißt also, du bist da in einem Auftrag unterwegs, das ist kein Spaß. Nein, das ist wie ein Superheld, also das habe ich auch immer gesagt, ich vergleiche mich damit auch immer gerne, ich wäre auch gerne Superheld geworden, hat nicht ganz so funktioniert, aber so halbwegs jetzt wenigstens, wenn ich mein Smoking mit der Fliege anhabe, ist das für mich wie Spider-Man in den Strumpfhosen, aber sieht bei mir ein kleines bisschen besser aus. Fühlst du dich manchmal so ein bisschen wie der Betriebsratsvorsitzende des anspruchsvollen Fernsehzuschauers? Ja, also das Ding ist, ich habe mich wirklich niemals gesehen als jemand, der jetzt anspruchsvoll geht und mit erhobenem Zeigefinger irgendwo darauf hinweisen will, was ist gut und was ist schlecht. Ich wollte eigentlich damals, als ich angefangen habe im Radio, auch einfach nur Spaß haben und gute Sendungen machen. Irgendwann habe ich gemerkt, weil ich das Fernsehen so liebte, auch wie werden wir immer mehr verarscht und wie nimmt es uns immer weniger ernst. Und ich bin eigentlich über den Versuch, mich darüber lustig zu machen, denn jetzt plötzlich so auch für viele zu einem Sprachrohr geworden, dass sobald ich mal was Positives sage, die auch schon gleich ganz wütend sind. Na, wie kannst du das sagen? Das muss man so scheiße finden. Das ist so. Nein, also ich habe auch noch immer den Anspruch daran, dass ich mich freue, wenn ich mal eine gute Sendung sehe und ja, dass ich gerne mehr gutes Fernsehen hätte, auch wenn ich weniger zu tun hätte. Wäre alles wunderbar. Aber solange es noch so viel Müll gibt und es gibt immer genug für mich, da habe ich keine Probleme. Also da sehe ich nicht, dass es weniger wird. Bin ich froh, wenn ich was sagen darf überhaupt und wenn einer noch was dazu sagen kann. Ich finde das extrem wichtig, glaube ich, auch um den Kritiker ernst zu nehmen, dass man nicht das Gefühl hat, da geht es nur um Gift und Galle und jetzt sucht man sich den nächsten Scheiß und eigentlich hat man gar keinen Spaß mehr daran, wenn es mal nicht so ist. Du hast aber, weil du gerade Sprachrohr angekündigt hast, etwas, das nennt sich Kalkwatch. Ja. Da sind wir alle verantwortlich, ja. Da muss ja der Bürger ziviles Engagement zeigen. Was ist da los? Ja, ich habe gedacht, es ist ja, also der Zuschauer, also alle auch, die hier sitzen und alle, die zu Hause eigentlich hier sitzen und zuschauen, sind ja doch mit das machtloseste Wesen, weil diese Quote, die immer gesagt wird, wie viele Millionen gucken, die gibt es in Wirklichkeit nicht. Es das ist für ZDF-Neo-Moderatoren sehr interessant. Das ist sehr schön zu wissen für euch. In Wirklichkeit sehen euch nämlich viele, viele Millionen immer, aber ja, das wird nur nicht gemessen. Ja, wie bei Tele5. Es ist halt, dass du nach altem System knapp 6.000 Leute haben ein Gerät und das wird hochgerechnet. Das hat aber nichts mehr mit dem zu tun, wie heute wirklich Fernsehen genutzt wird und auch zeitversetzt, Mediathek, Internet etc. Spielt alles keine Rolle. Und deswegen, selbst wenn man sagt, ich gucke nicht mehr, ich schalte aus, ich schmeiß den Fernseher
Fernseher raus. Das ist unnütz, weil das weiß keiner. Du bist unwichtiger als der Sack Reis in China. Es wird immer so ein bisschen getan, als wäre es so eine Art direkte Demokratie, aber das stimmt gar nicht. Überhaupt nicht. Also, und deswegen, das gibt es nicht. Und deswegen habe ich gesagt, so jetzt möchte ich etwas machen, wo der Zuschauer sich schon wehren kann. Also wer etwas findet, soll das bitte melden unter www.kalkwatch.de oder bei mir über Facebook auf der Seite facebook.com/kalkofe melden. Aber Kalkwatch direkt ist ein Formular, sagen, ich habe das und das gesehen, das war furchtbar, bitte tu was dagegen. Beschwerdeformular. Und dann kann ich versuchen, also so wie bei der Polizei anrufen, ob die dann kommt oder nicht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, man darf es versuchen und das melden. Ist wirklich eine sehr paramilitärische Bürgerwehr. Ja, also Kalkwatch ja wirklich, dass man selber jetzt sagt, mir reicht es und wenn man eine Mail an Sender schickt oder so, das ist ja völlig wurscht, das wisst ihr ja auch. Nö, da wird, wir kriegen die. Also ja, wir kriegen da gemeinsam drüber, aber das wir haben mal zu Penissen schicken aufgerufen, ne? Auf Facebook, da kamen ganz viele. Da kamen tatsächlich ungefähr 200 Penisse in der Pressestelle vom ZDF an und die einzige Reaktion des ZDFs an uns dann kam, wir sollten vorher Bescheid sagen, dann würden sie nicht frühstücken vorher, ne? So, wir schauen mal rein. Kalkofes Mattscheibe recalkt, ja? Es ist bitter nötig, dass diese Sendung endlich wieder zurück ist und hier seht ihr mal ein paar Bilder. Mein Name ist die Hilli Hothan. Das Sehen ist meine Begabung. Mein Name ist der Willi Wotan. Das Betonen ist meine Begabung. Guck mal, irgendwie bin ich heute noch breiter als sonst. So, nochmal. Ich bin der dicke Truthahn. Quatsch. Mein Name ist Pippi Popanz und mein Vater war Jabba the Hutt. Gutes Aussehen ist meine Begabung. Was soll man sagen? Einzigartig und zum Glück wieder da. Was glaubst du? Dreht sich die Spirale der Scheiße immer weiter nach oben oder sind manche Sachen auch besser als damals, als du das erste Mal da warst mit der Sendung? Nein. Also besser nicht, nein, müsste ich lügen. Also es gibt natürlich immer noch einige Perlen, ja, und es gibt auch tolles Fernsehen irgendwo, aber meistens versteckt auf Spartenkanälen wie ZDF Neo oder Tele5 dann eben jeden Freitag 20 Uhr ab jetzt. Nein, das ist leider schon so geworden, dass die wirklich guten Programme, wo du wenigstens das Gefühl hast, jeder hat es wollte unterhalten und wollte irgendwie ein gutes Programm machen, das wird weniger. Du hast heute keine bemühten Menschen. Nein, du hast heute einfach nur, und das ist auch wirklich, also ich meine, ich hab ja auch mit denen allen gesprochen, ich kenne ja auch die Sender, das wird nicht mehr gemacht, weil man irgendeine Geschichte erzählen will, man will einfach nur noch die Sendeplätze voll machen, also wirklich irgendwie, Hauptsache man setzt einen Haufen rein, der kostet nichts, am Ende bleibt ein Plus. Ja. Das wird, es gibt keine Geschichten mehr, die erzählt werden, es gibt auch nicht den Versuch, irgendwie sowas wie, früher gab es noch immer sowas wie eine Moral am Ende, ja, oder man hat irgendwas gelernt aus einer Geschichte oder sonst was, es gab zumindest einen Anfang und ein Ende. Ein Auftrag. Ja, oder irgendwas, dass du gesehen hast, da hat irgendwer was gemacht. Das ist nicht mehr. Hauptsache einfach nur billig, schnell weg und voll und Leute vorführen, die du alle nicht kennenlernen willst in der U-Bahn und uns zeigen, die Welt draußen ist furchtbar. Ja. Geht nicht raus, bleibt zu Hause sitzen. Da sind alles solche Arschlöcher wie die, die wir zeigen. Bleibt zu Hause sitzen und guckt Fernsehen. Auf der anderen Seite findet manchmal im Fernsehen, und das probieren wir hier ab und zu mal darzustellen, du schaffst es auf der Bühne auch Freundschaft statt. Ja, du bist der beste Freund von Achim Menzel, weiß jeder. Zum Beispiel, ja. Wir haben uns darüber kennengelernt. Wir haben auch jemanden, der ist vom Weitem kaum zu unterscheiden von Achim Menzel. Der heißt Oliver Marc Schulz. Und geht's im Publikum. Ja, absolut. Das ist immer so eine Mischung aus Special Interest. Ach du Scheiße, was passiert jetzt schon wieder? Und irgendwie interessiert es mich doch. Ja? So ein Gaffertum macht sich hier breit, wenn ich sage, Buddy-Tag, Joko und Oliver Marc Schulz waren unterwegs. Ich bin zu traurig, um zu weinen. Ich bin so einsam und allein. Denn du fehlst mir, kleiner Joko, so sehr. Wir hatten Spaß, wir hatten Fun. Du bist von allen in der Medienszene mein Lieblingsmann. Ja, du fehlst mir, kleiner Joko,
so sehr. Ohne dich, ohne dich bin ich nur ein kleines Trompetengesicht. Was machst denn du hier? Wo willst du hin? Ich wollte gerade zu dir. Warum? Was ist los? Weil ich total wasted bin. Ich sitze zu Hause rum, bin voll traurig, denke an dich. Und ich bin total leer im Kopf. Da ist nichts mehr drin, getillt, empty. Kein Geld, keine Arbeit, keine Ahnung, wie es weitergeht. Das gibt's ja gar nicht. Ich war zu Hause auf der Couch und hatte das Gefühl, ich muss dich sehen. Cool, was machen wir denn jetzt? Buddy-Tag? Buddy-Tag? Buddy-Tag! Lass gehen, komm. Cool. Was machen wir? Campen? Warst du schon mal campen? Campen? Ja. Ich war schon mal campen. Vor ein paar Jahren. Auf einer stillgelegten Pferderennbahn in der Nähe von Hamburg. Und das war dann so ein Campingplatz, war früher eine Pferderennbahn. Da wollte ich nachts noch mal auf Toilette. Das war total dunkel und dann bin ich in so einen Brunnen gefallen, der war stillgelegt. Und dann bin ich da aufgewacht und dann wurde ich da gefangen genommen von Pferden. Das ist kein Witz. Da haben unter der Erde Pferde gelebt, weil früher auf der Trabrennbahn, das ist kein Witz, da haben die früheren Besitzer die kaputten und alten Pferde runtergeschmissen. Und die haben da überlebt und mussten mit ihren Schnuten dann Olli, sich aus Verzweiflung... Olli, bei aller Liebe, ne? Kannst du mich einfach mal irgendwie einen Moment genießen? Warum musst du immer labern? Warum kann man nicht mal als beste Freund auch... Aber das ist eine wahre Geschichte. Das ist doch keine wahre Geschichte. Die haben mit ihren Schnuten eine eigene Welt gegraben unter der Erde. Horseworld habe ich das genannt. Die hatten eigene Krebsstände, Geldautomaten, Hütchenspieler und so. Alles nur Pferde gewesen. Und die mochten keine Menschen. Aber die haben mich nach einem Jahr wieder freigelassen. Jetzt, wo du so erzählst, hast du recht. Entschuldigung. Das ist wahr. Das war dumm von mir, dass ich das in Frage gestellt habe. Natürlich haben da Pferde unter der Erde gelebt. Mir ist müde. Lass mal pennen gehen. Wir sind gerade erst da. Ja, aber ich bin müde. Ich habe wenig geschlafen. Schissenste. Ach, Quatsch nicht. Kennst du die Geschichte von dem Macaroni-Bär mit der Tortellini im Knopfloch? Olli, halt bitte einfach die Schnauze. Hast du das gehört? Hast du das gehört gerade? Schlaf, du Engel, schlaf, du dicker Engel. Olli, muss mal raus. Olli. Was denn? Olli, da draußen sind Leute. Das sieht aus wie ein Festival da draußen. Echt? Uff. Alter! Ja! Oh, wie geil! Ich habe sowieso keinen Bock auf Campen. Die Luft war sowieso raus. Da ist raus, Spaß haben, Alter. Vanita? Komm! Alter! Yeah! Lass uns mal das Zelt suchen, wo sie Kekswichsen machen. Leute, wo ist denn das Kekswichs-Zelt? Gibt's das noch? Sieht nicht so aus. Sie sehen alle nicht so aus wie Kekswichser, ne? Obwohl, eigentlich doch. Die folgen uns alle. Ich habe das Gefühl, wir sind das wie deren... Das sind unsere Jünger und... Hey, Joko, ich habe wirklich versprochen, ich mache mal die Tag alleine. Das habe ich nicht, das ist nicht mein Plan. Ja, das war aber nicht mein Plan. Komm, guck mal, was hier los ist. Ich nehme dich auf die Schultern, komm auf. Oh Gott, warum machst du das? Olli! So finde ich, ist der Buddy-Tag cool. Was machst du? Was macht ihr alle? Wir wollen einfach nur mal kurz mit meinem Privat sein. Könnt ihr das nicht mal respektieren, Mann? Ist doch wirklich... Gymnastik mit denen. Das ist eine gute Idee, Olli. Wir machen Fitness. Alle mitkommen, alle wir machen mitkommen. Fitness. Alle mitkommen. Wir machen Fitness gleich. Und wir fangen an. Arme mal lockern. Und jetzt. Und Step. Und Step. Ja. Und Step. Und Step. Ey, du Spuckspasti, mach mit. Und jetzt gehen wir alle in Jokos Zelt. Gruppensexparty. Zu zweit. Was heißt
weißt du, was sagst du, Olli? Ich will mit dir alleine einigen Tag. Ja, Entschuldigung. Ich wollte mit ihm alleine heute mal sein. Wer bist du denn? Ja, wer bist denn du, Alter? Sag mal, bin ich hier, nix. Wir gehen langsam die Nerven durch. Ja, ja, ist okay, aber das ist nicht schlimm. Das tut mir leid. Das ist aber nicht mehr wie 1998. Ich habe hier gearbeitet. Michael Hutchinson von NXS noch gelebt. Und der hat da in so ein Dixie-Klo gekackt und danach mir die Hand geschüttelt. Weißt du, ich habe hier gearbeitet als Ordner und Bühnenbauer. Ich habe hier alle möglichen Sachen. Ich habe Basketball gespielt mit den Beastie Boys damals. Und da war das hier noch nicht so eine versoffene Fanmeile, wo hier die alle rumgesoffen haben wie die letzten Spacken. Scheiße hier, Mann! Voll dagegen gelaufen im Ziel! Bock mir auf die Scheiße! Was macht ihr Mongos hier eigentlich aus? Ich habe nie gedacht, dass seine Popularität so riesengroß ist. Die haben uns umzingelt hier. Wir müssen hier irgendwas machen. Ey, das geht nicht. Ey, das ist mein Zelt. Ich gebe euch einen Zwanni, wenn wir kurz 10 Minuten hier alleine sein dürfen. Okay. Olli, du hast ja wirklich gerade 20 Euro. Ist mir scheißegal. Lass mir nicht den Tag mit dir versauen heute. Wir verkleiden uns. Ja, aber sieh dich ein, dass sie dich nicht sehen, dass sie denken, du bist ein Leprakranker aus Indien. Frank, du musst vorgehen, du musst denen sagen, dass sie... Wir haben Lepra. Sag, wir haben Lepra, wir sind krank. Aber darüber mach mal einen Kleinen. Alle weg, wir haben Lepra, alle weg. Nicht zu nahe kommen. Ich seh nicht. Olli, ich seh nicht. Das war wirklich... Was ist denn die Hölle? Pain in the ass, ey. Mit dir kann man nirgendwo hin. Das ist immer... Mama, schnell zu. Mama, das schnellst du. Das kennen wir. Alter. Komm her. Komm, du kleiner Macaroni-Bär. Why don't you come to your senses? You've been out riding fences. Ey, weißt du, was mir neulich mal passiert ist? Das ist eine Hammergeschichte. Oh, your heart is... Ja, ja. Balsack. Frühling. Weißt du, das Geile ist, man muss noch nicht mal einen Gag machen, ne? Man macht einfach nur und die Leute lachen. Ja, meine Damen und Herren, apropos, ne? Wir haben Musik im Schrank und jetzt kommt sie raus. Hier ist Left Boy. Tut mir leid, es kommt gerade. Ist nicht gut, ne? Man glaubt immer, wir machen das aus Spaß und dann ist irgendwie Deo drin oder so. Aber man kann sagen, es ist wirklich ein Pupser. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unser nächster Gast hat kein Abitur. Und dennoch will er uns sagen, was die jungen Leute von heute zu lernen haben. Warum? Weil er es kann. Er ist der Erfinder von Wetten, dass und er ist der Pyjama-Buddy von Norbert Blüm. Hier ist der Frank Elstner. Ich überlege gerade, ob es Sinn macht, dass ich dir das Pupspray gebe, einfach nur, damit es außerhalb meiner Reichweite ist. Jetzt hört auf, euch zu beschweren. Ihr fandet es auch lustig. Der Erste, der sich beschwert, bin ich. Ja? Hast du mich mit dem Rücken zum Publikum gesetzt, weil ich so alt bin? Nein,
Nein, wir haben tatsächlich, wir denken, dass wir mehr Quote kriegen, wenn wir eine drehbare Bühne haben. Ach, wie bei Wetten, das, da hat es ja funktioniert. Exakt. Ja, wir rechnen auch mit 15 Millionen Zuschauern. Durchaus realistisch. Erstmal muss man dir gratulieren, du hast gerade den Fernsehpreis fürs Lebenswerk bekommen, mein lieber Frank. Ne? Danke. Ja, da kann man applaudieren. Man könnte fast sagen, du hast gerade einen Lauf. Man könnte sagen, du hast gerade einen Lauf, aber dennoch, ne, Bad News, wir haben mal ein bisschen Research gemacht bei uns in der Redaktion. Ja. Wir haben eine 16-jährige Schülerpraktikantin, die wusste nicht, wer du bist. Ja, das nehme ich an. Wer ist Frank Elstner? Ja, guck mal nach. Sag mal, aber wie würdest du dich jemandem beschreiben? Sag mal, du bist ja auch mal im Urlaub irgendwie und Leute lernen dich kennen beim Abendessen. Was sagst du den Leuten, damit sie sich so einordnen können für all die, die jetzt draußen sitzen und sagen so, Fragezeichen? Also, als es noch einen richtigen Popsender gab in Deutschland, der hieß Radio Luxemburg damals, da war ich ein junger Diss-Jockey und habe es immerhin bis zum Bravo-Diss-Jockey gebracht. Das sieht man mir heute nicht mehr an, damals hatte ich schwarze Haare. Und da haben wir viel Blödsinn gemacht, genau so ein Blödsinn, wie ihr ihn auch zum Teil inszeniert. Hat mir gut gefallen, eben diese Zeltgeschichte. Vielen Dank. Wir haben, auch. Damit die Autofahrernachrichten zum Beispiel lustiger wurden, haben wir Go-Go-Girls auf die Düsseldorfer Südbrücke gestellt, weil jeden Morgen war da ein Stau. Und haben wir wenigstens die Autofahrer unterhalten, haben ihm was vorgetan. Das heißt, eigentlich bin ich ein kreativer Mensch, der sich den ganzen Tag immer nur überlegt, wie mache ich anderen Freude und wie kann ich sie unterhalten. So, ich bin so ein ähnlicher Typ wie Oliver Kalkofe, nur er macht es ein bisschen bissiger. Würden Sie das unterschreiben? Danke, das ist auch schön. Das sieht nur so aus, ich halte die Hand vor. Jetzt könnte man auch wirklich sagen, dass man TV-Gott wäre jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber du bist eine richtige Instanz. Ich meine, du hast wirklich Wetten, das erfunden, viele andere Formate. Aber es gibt natürlich auch das eine oder andere, was nicht so gut gelaufen ist. Und ich habe einen Lieblingsflop gefunden. Ja. Eine Sendung, die hieß R, die Luft, TL. Ja? Punkt 1, was war das für eine Sendung? Was wollten Sie damit bezwecken? Und warum wurde sie abgesetzt? Oder das warum war, du? Wir waren ja beim Du. Also pass auf, das war eine tolle Idee. Ja? Und zwar haben wir 200 junge Menschen zum Hamburger Flughafen gebracht. Und die mussten einen Airbus ziehen. 100 waren vor dem linken Airbus, 100 vor dem rechten. Und wer die 100 Meter Airbus ziehen gewonnen hat, durfte einsteigen und mit uns an ein Ziel fliegen. Keiner wusste wohin. Und wir hatten tolle Ziele. Wir hatten Venedig, wir hatten Wien, wir hatten Reykjavik. Und das fing eigentlich alles sehr gut an. Wir haben nur an eines nicht gedacht. Der Umbau von diesem Airbus hat so viel Geld gekostet. Und kein Mensch hat uns geglaubt, dass wir tatsächlich geflogen sind. Rudi Carrell hat mir später mal gesagt, es war übrigens einer der größten Unterhalter, die es jemals im deutschen Fernsehen gab. Sehr gut. Rudi Carrell hat damals gesagt, hättest du dir ein Studio gebaut und ein paar Sitze aus dem Flugzeug in das Studio gestellt, dann hätte dir jeder geglaubt, du bist geflogen, aber nicht wirklich. Und dann hat die Sendung nicht 10 Millionen Zuschauer gehabt, was wir erwartet haben, sondern nur 5 die erste, die zweite nur 4, die dritte nur 3. Und dann bin ich schnell zum Thoma, der war damals Chef von RTL, und habe gesagt, pass mal auf, ich möchte das nicht weitermachen. Jetzt kommt 2-1-0. Und dann haben wir aufgehört. Dann habt ihr aufgehört. Was ebenfalls eine sehr schöne Geschichte von dir ist, um dich auch ein bisschen besser kennenzulernen, ist, du heißt eigentlich gar nicht Frank. Ne? Du heißt eigentlich, heißt du Tim. Und mit allem Respekt, bei all den Namen, die man sich so als Künstlernamen aussuchen kann, ne? Also von Giacomo über Giancarlo, Don oder Terminator oder auch von mir aus Bingo, ne? Warum Frank? Das kann ich dir genau erklären. Als ich bei Radio Luxemburg anfing, da gab es einen Tom. Und der damalige Chef hat gesagt, Tim und Tom hört sich an wie Fix und Foxy, will ich nicht. Haben Sie noch einen anderen Namen? Habe ich gesagt, mein Bruder heißt Frank. Na gut, dann heißen Sie jetzt Frank. Und jetzt kommt aber das Gute. Wir haben beide unterschiedliche Väter. Deswegen hat uns das nie gestört. Mein Bruder ist Frank Scharf und ich Frank Elstner. Ach, das ist ja so einfach. So einfach kann das sein. Du bist aber... Mal, das ist dieses Pupspray. Das ist, wir möchten mal aufspielen. Einfach in die Richtung, aber nicht. Das ist, wenn das auf... Nee, in die Richtung. Ich schwöre dir, ne? Soll ich? Ja. Also,
Wenn mir einer vor 20 Jahren gesagt hätte, du hast mal einen großen Auftritt mit dem Pupspray, hätte ich gedacht, der hat ihn. So, wir stellen mal ganz kurz die Tabletten von Frank Elsner wieder anders ein. Nach Nase vorn kommt Hose auf. Und gucken mal ganz kurz in deine Galosche, denn du hast eine Moderatorenschule gegründet. Und es gibt ein schönes Filmchen, wo du darauf hinweisen möchtest, wie das quasi funktioniert im Showbusiness. Jetzt riechst du selber, ne? Gebot Nummer 1. Behandeln Sie grundsätzlich Ihre Gäste mit höchstem Respekt. Ich bin ein ganz großer Verehrer von Ihnen. Vor allen Dingen freue ich mich immer, wenn Sie lachen. Deswegen haben wir nämlich den Roberto engagiert, dass der immer Blödsinn macht, damit Sie möglichst oft lachen können. Pass auf. Ganz ruhig bleiben, sonst musst du wieder in den Busch. Mach das dann. Ja? Also, ein großer Moment. Das war eine der schwächsten Stunden meines Lebens. Das ist genau die Nummer. Also bei diesen 10 Geboten für Moderatoren habe ich natürlich nur 10 Sachen rausgesucht, wo ich große Fehler gemacht habe, damit die Menschen sehen, dass ich mich auch selber auf die Schippe nehmen kann. Aber das war ein Versprecher, für den habe ich mich entschuldigt und glücklicherweise hat der Roberto mir damals verziehen, sowas darf man einfach nicht machen. Aber das passiert und glücklicherweise seit Stefan Raab nimmt man es nicht mehr ganz so übel. Man muss vielleicht ein bisschen was dazu erklären. Also eine Moderatorenschule als solche, man hätte jetzt einfach hingehen können und sagen, so, ach komm, lass eine Castingshow machen, weil eigentlich kann es ja egal sein, wo die Leute herkommen oder nicht. Ja, aber die Moderatorenschule kannst du dich übrigens bewerben, wenn du willst. Ja. Hey, das wäre so eine Chance. Wissen. Ich habe auch gedacht, vielleicht ist auch so eine Moderatorenschule für Typen wie mich, die kein Abi gemacht haben. Da können Moderatoren ihr Abi nachholen. Das kann ja auch sein. Nein, ich würde so gerne wissen, was ist aus euch überhaupt noch alles zu machen? Also du kannst dich einloggen bei uns unter www.moderatorenfuermorgen.de und dann siehst du ganz genau, was du tun musst, damit du uns auffällst und wer weiß, vielleicht kriegen wir dann Einzelunterricht und dann, was aus dir noch alles werden kann, weiß ich jetzt nicht, aber du hast ja schon weit gebracht. Sogar ein Moderator. Hast du wirklich kein Abitur? Hast du wirklich kein Abitur? Nee, ich habe Abitur, er hat kein Abitur. Hast du kein Abitur? Er war's. Ich bin übrigens gelernter Friseur, also ich habe Handwerk hat goldenen Boden, also zu aller. Ja, ich habe doch auch kein Abitur. Nee, weiß ich. Ja, ich bin immer froh, wenn ich einen finde, der keins hat. Ja, sollen wir was und du? Ich wollte gerade sagen. Aber was ich mal tatsächlich fragen möchte ist, und da würde ich die Frage jetzt erstmal an Oliver Kalkofe stellen, aber in Ihrem Beisein umso interessanter. Letzte Woche Samstag lief Wetten, dass. Ja. Ich habe gesehen, was du getwittert hast. Ja, ich möchte aber trotzdem deine Meinung hören. Also ich hab das gemacht, weil ich hatte Spaß daran einfach nur und habe aber auch einfach nur zu allem, was passierte, irgendwie mal ab und zu einen Kommentar abgegeben, habe aber auch danach geschrieben. Erstens mal zusammengefasst, ich fand es vielfach unterhaltsamer und spannender als die ersten 3 Folgen Supertalent, die mit riesigem Aufwand mit den größten Showtitanen der Welt besetzt jetzt hier erstmal angekündigt wurden. Es ist viel in die Hose gegangen, immer da fand ich, wo das ZDF lustig sein wollte oder versuchte eben irgendwas so auswendig Gelerntes zu präsentieren, das ging wieder daneben. Ansonsten, je länger die Sendung ging, desto besser lief's. Das ist, ich glaube, jeder in Deutschland hat darüber was gesagt und darüber geschrieben. Das ist mir dann schon fast wieder zu simpel, weil lass den doch erstmal machen. Wie geht's dir als Erfinder der Sendung mit dem ganzen Ding? Du hast wahrscheinlich auch am Samstag, du warst live vor Ort, vielleicht ist es ein anderes Empfinden gewesen? Ich war absolut glücklich. Ich kann fast alles unterstreichen, was Herr Kalkofe sagt. Ich möchte dazu aber nur Folgendes erwähnen. Die Witzchen, die ihr vorhin über seine Witzchen gemacht habt, das ist natürlich richtig. Das ist daneben gegangen. Das waren ein paar Gags, die sind einfach nicht gelaufen. Die waren ungefähr 1,30 von einer Sendung, die 3,5 Stunden gedauert hat. Also wenn diese Kinderkrankheiten abgeschafft werden, dann wird das eine große Sendung. Ich finde, er hat eine Riesenleistung vollbracht. Und du kannst das nächste Mal antreten gegen ihn im Bierkasten stemmen. So Bierkasten saufen. Da habe ich kurz den Hut auch vor ihm gezogen, aber nein, danke. Wir sagen herzlichen Dank an unsere beiden Gäste, an Frank Elsner. Dankeschön. Wir sagen herzlichen Dank an Oliver Kalkofe. Weisen vielleicht an Denzel einfach mal darauf hin. Ne? Das ist auch einer, den man sich nicht als Vorbild nehmen sollte, aber ein bisschen was kann man noch von ihm lernen. Vielleicht auch mal das Land hier. Sada Sumunji. Einen Wunder.
schon gelabert. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Vier gesetztere Herren, dazwischen eine Frau und ich, mittlerweile auch gesetzt. Bin gesetzt in jedem Fall. Ja, mein Name ist Markus Lanz. Ich bin der Neue. Schön, dass Sie da sind. Jetzt also ist Lanz Moderator von Wetten, dass, nachdem er im harten Ringen um diese privilegierte Position Mitstreiter wie Joko und Klaas oder auch nur Klaas und Joko separat und wahrscheinlich Mike Krüger aus dem Feld treten musste, kann er sich präsentieren als die Ikone des Zweiten. Nicht nur des Zweiten, sondern auch des Ersten. Nicht nur des Zweiten, Ersten, sondern des gesamtgroßdeutschen Fernsehens. Und was wird passieren? Das Publikum wird nach der ersten, der zweiten, der dritten Show es satt sein, dass der Schnösel sich an seinen Karteikarten festklammert, wie ein kleiner Junge an seinen Keksen, die ihm Mami auf den Tisch gelegt hat. Es wird auch nicht mehr die investigativen Fragen hören wollen, die er zuvor noch in seiner Talkshow gestellt hat, die seine Gäste zur Weißglut getrieben haben. Wie haben Sie sich eigentlich gefühlt, als Sie gemerkt haben, dass Sie fühlen können? Oder haben Sie gemerkt, dass Sie manchmal merken, dass Sie nichts merken? Nein! Wetten, dass es nur drei Folgen dauert und dann ist Schluss. Ladies and Gentlemen, es ist soweit. Eine Band, zu der ich in den 90er Jahren sehr viel rumknutschen durfte, dafür bin ich Ihnen heute noch dankbar, spielt heute hier bei uns bei Neo Paradise. Skunk and Nancy, Black Traffic heißt das aktuelle Album, ihr aktuelle Single heißt I Hope You Get to Meet Your Hero. Im November sind sie auf Tour und sie spielen jetzt für uns hier. Skunk and Nancy!
Überraschung, 22.15 Uhr auf eurem Lieblingssender. Und da haben wir auch wunderbare Gäste, Max Giermann, Micky Beisenherz und auf der Bühne stehen Maximo Park. Jetzt seht ihr nochmal hier zum Wochenende, ein schönes wünschen wir euch. Left Boy, das war Neo Paradise, tschüss. It's a new breed, came to bring fresh to the game. Why does hip hop always sound the same? It's the remedy. All you need to do is remember me. L-E-F-T, L-E-L-E-F-T. Left boy, left boy, left boy, left boy. Wie sagte einst Hans Beimer in der Lindenstraße, Silvester, Champagner für alle, es gibt was zu feiern. Ich dachte kurz, du machst mir jetzt einen Antrag. Was gibt's zu feiern? Der sympathische Staatschef seit, jetzt schon besoffen, der sympathischste Staatschef seit Stalin, Wladimir Putin, ist 60 Jahre alt geworden. Prost. Man könnte tatsächlich sagen, du nimmst auch wirklich jeden Anlass, um zu saufen, ne? Ja, das stimmt. Aber gut, es ist vielleicht ein nichtiger Anlass, um mal wieder im Fernsehen zu saufen. Aber ich muss sagen, das ist schon eine Besonderheit. Als Russe 60 Jahre alt werden, passiert nicht jeden Tag. Da hast du auch wieder recht. Passiert, ne? Nur auf Regierungsseiten. Und was glaubst du, das für eine Party wahrscheinlich, ne? Ich meine, wir wissen, dass die Russen feiern können wie die Schweine, spätestens seit Violettas 100. Und wissen auch, dass diese Partys wahnsinnig sexy sein können. Ja, absolut. Ich meine, guck dir das mal an, ne? So sieht das aus. Das ist hier Wladimir Putin, ne? Das ist ein ganz lieber Mann. Der ist hier mit Delfinen und so weiter, ne? Guck mal, ein ganz lieber Mann. Das würde der Delfin doch merken, wenn das ein Mafia-Boss wäre. Die haben doch ein ganz feines Gespür. Wer von den dreien ist der Putin? Guck mal hier, ich meine, der gibt's mehr oben ohne Fotos bei Google als Michaela Schäfer. Überall, gerade irgendwie, weiß man aber gar nicht, ob er gerade drauf geritten ist oder gerade irgendwie das Pferd erwürgt hat mit eigenen Händen wie diesen sibirischen Tiger. Ich finde es wirklich toll. Aber die Stimmung soll nicht so prächtig gewesen sein auf der Party, wie man vermuten könnte. Ja, das Problem war einfach, er hatte wahnsinnig viele Künstler eingeladen, ja, und die konnten aber nicht zum Fest erscheinen, weil die haben die Gefängnistür von innen nicht aufbekommen. Ja, ärgerlich. Schade. Ne? Ja. Aber heutzutage, was macht man, wenn die Stimmung so ein bisschen abflaut auf einer Party? Da gibt es ja mittlerweile ein probates Mittel. Wenn die Stimmung nicht so gut ist, dann lädt man sich Markus Lanz ein und ist gleich. Und wir fangen an, Arme mal lockern. Und jetzt, und step, und step. Ja, und step, und step. Ey, du Spuckspassi, mach mit. Und jetzt gehen wir alle in die Joko-Sex-Party.
Gitarre machen zu zweit. Was sagst du, Olli? Ich will mit dir alleine einen Tag. Ja, Entschuldigung. Ich wollte mit ihm alleine heute mal sein. Wer bist du denn? Ja, wer bist denn du, Alter? Sag mal, bin ich hier? Nix. Nein, wo geht's hin? Hau ab! Wir gehen langsam die Nerven durch. Ja, ja, ist okay, aber das ist nicht schlimm. Das tut mir leid. Das ist aber nicht mehr wie 1998. Ich habe hier gearbeitet. Michael Hutchinsons von NXS noch gelebt. Und der hat da in so ein Dixie-Klo gekackt und danach mir die Hand geschüttelt. Weißt du, ich habe hier gearbeitet als Ordner und Bühnenbauer. Ich habe hier alle möglichen Sachen. Ich habe Basketball gespielt mit den Beastie Boys damals. Und da war das hier noch nicht so eine versoffene Fanmeile, wo hier die alle rumgesoffen haben wie die letzten Spacken. Ah, voll Scheiße hier, Mann. Voll dagegen gelaufen. Bock mir auf die Scheiße, was macht ihr Mongos hier eigentlich aus? Ich hab mir nie gedacht, dass seine Popularität so riesengroß ist. Die haben uns umzingelt hier. Wir müssen hier irgendwas machen. Ey, das geht nicht. Ey, das ist mein Zelt. Ich gebe euch einen Zwanni, wenn wir kurz 10 Minuten hier alleine sein dürfen. Okay. Olli, du hast ja wirklich gerade 20 Euro. Ist mir scheißegal. Lass mir nicht den Tag mit dir versauen heute. Wir verkleiden uns. Ja, aber sieh dich nicht ein, dass sie dich nicht sehen, dass sie denken, du bist ein Leprakranker aus Indien. Du musst vorgehen, du musst denen sagen, dass sie... Wir haben Lepra. Sag, wir haben Lepra, wir sind krank. Darunter mach mal einen Kleinen. Alle weg, wir haben Lepra, alle weg. Nicht zu nah kommen. Ich seh nicht. Olli, ich seh nicht. Das war wirklich... Alf, was ist denn die Hölle? Pain in the ass, ey. Mit dir kann man nirgendwo hin, das ist immer... Mama, schnell zu, Mama, das schnellst du. Das kennen wir. Alter, komm her. Komm, du kleiner Macaroni-Bär. Ja, oder irgendwas, was du gesehen hast, da hat irgendwer was gemacht. Das ist nicht mehr. Hauptsache einfach nur billig, schnell weg und voll und Leute vorführen, die du alle nicht kennenlernen willst in der U-Bahn und uns zeigen, die Welt draußen ist furchtbar. Ja. Geht nicht raus, bleibt zu Hause sitzen. Da sind alles solche Arschlöcher wie die, die wir zeigen. Bleibt zu Hause sitzen und guckt Fernsehen. Auf der anderen Seite findet manchmal im Fernsehen, und das probieren wir hier ab und zu mal darzustellen, du schaffst es auf der Bühne auch Freundschaft statt. Ja, du bist der beste Freund von Achim Menzel, weiß jeder. Zum Beispiel, ja. Wir haben auch jemanden, der ist vom Weitem kaum zu unterscheiden von Achim Menzel. Der heißt Oliver Mark Schulz. Und geht's im Publikum. Ja, absolut. Das ist immer so eine Mischung aus Special Interest. Ach du Scheiße, was passiert jetzt schon wieder? Und irgendwie interessiert es mich doch. Ja? So ein Gaffertum macht sich hier breit, wenn ich sage, Buddy-Tag, Joko und Oliver Mark Schulz waren unterwegs. Bitte sehr. Ich bin zu traurig, um zu weinen. Ich bin so einsam und allein. Denn du fehlst mir, kleiner Joko, so sehr. Wir hatten Spaß, wir hatten Fun. Du bist von allen in der Medienszene mein Lieblingsmann. Ja, du fehlst mir, kleiner Joko, so sehr. Ohne dich bin ich nur ein kleines Trompetengesicht. Was machst denn du hier? Wo willst du hin? Ich wollte gerade zu dir. Warum? Was ist los? Weil ich total wasted bin. Ich sitze zu Hause rum, bin voll traurig, denke an dich. Und ich bin total leer im Kopf. Da ist nichts mehr drin, getillt, empty. Kein Geld, keine Arbeit, keine Ahnung, wie es weitergeht. Das gibt's ja gar nicht. Ich war zu Hause auf der Couch und hatte das Gefühl, ich muss dich sehen. Cool, was machen wir denn jetzt? Buddy-Tag? Buddy-Tag? Buddy-Tag!
Dank! Lass gehen, komm. Cool. Was machen wir? Campen? Warst du schon mal campen? Campen? Ja. Ich war schon mal campen. Vor ein paar Jahren. Auf einer stillgelegten Pferderennbahn in der Nähe von Hamburg. Und das war dann so ein Campingplatz, war früher eine Pferderennbahn. Da wollte ich nachts noch mal auf Toilette. Das war total dunkel und dann bin ich in so einen Brunnen gefallen, der war stillgelegt. Und dann bin ich da aufgewacht. Geh mal alleine heute mal sein. Wer bist du denn? Ja, wer bist denn du, Alter? Sag mal, bin ich ja nix. Wir gehen langsam die Nerven durch. Ja, ja, ist okay, aber das ist nicht schlimm. Das tut mir leid. Das ist aber nicht mehr wie 1998. Ich habe hier gearbeitet, hat Michael Hutchinson von NXS noch gelebt. Und der hat da in so ein Dixie-Klo gekackt und danach mir die Hand geschüttelt. Weißt du, ich habe hier gearbeitet als Ordner und Bühnenbauer. Ich habe hier alle möglichen Sachen. Ich habe Basketball gespielt mit den Beastie Boys damals. Und da war das hier noch nicht so eine versoffene Fanmeile, wo hier die alle rumgesoffen haben wie die letzten Spacken. Scheiße hier, Mann! Voll dagegen gelaufen! Hat Bock mehr auf die Scheiße! Was macht ihr Mongos hier eigentlich aus? Ich habe nie gedacht, dass seine Popularität so riesengroß ist. Die haben uns umzingelt hier. Wir müssen hier irgendwas machen. Ey, das geht nicht. Ey, das ist mein Zelt. Ich gebe euch einen Zwanni, wenn wir kurz 10 Minuten hier alleine sein dürfen. Okay. Olli, du hast ja wirklich gerade 20 Euro. Ist mir scheißegal. Lass mir nicht den Tag mit dir versauen heute. Wir verkleiden uns. Ja, aber sieh dich nicht ein, dass sie dich nicht sehen, dass sie denken, du bist ein Leprakranker aus Indien. Du musst vorgehen, du musst denen sagen, dass sie... Wir haben Lepra. Sag, wir haben Lepra, wir sind krank. Darüber machen wir einen Kleinen. Alle weg, wir haben Lepra, alle weg. Nicht zu nah kommen. Ich seh nicht. Olli, ich seh nicht. Das war wirklich... Was ist denn die Hölle? Pain in the ass, ey. Mit dir kann man nirgendwo hin. Das ist immer... Mama, schnell zu. Mama, das schnellst du. Das kennen wir. Alter. Komm her. Komm, du kleiner Macaroni-Bär. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences. Ey, weißt du, was mir neulich mal passiert ist? Das ist eine Hammergeschichte. Oh, your heart is... Ja, ja. Balsack. Frühling. Meine Damen und Herren, wir haben... Oliver Kalkowicz, schön, dass du da bist. Habt ihr das Pupspray schon benutzt? Ja. Oder ist das jetzt Eigenduft? Das, genau, nee, da hat einfach mal Jürgen den Arm ein bisschen. Ich dachte einfach so, so zwischendurch für einen Lacher. Ne? Herrlich, kann man immer gebrauchen. Das, ist echt gut. Das hätte man auch gebrauchen können. Es gibt ja dieses Buch von Jörg Thaddäus, wo eine Bombe explodiert beim Fernsehpreis. Ja. Ne? Und das hätte man ja vielleicht da auch benutzt. War ja jetzt gerade erst Fernsehpreis. Ist für dich ja sicherlich eine besondere Veranstaltung in vielerlei Hinsicht, oder? Ja, also da waren natürlich wirklich einerseits ganz viele potenzielle Opfer, die da saßen von mir. Andererseits auch viele Schuldige und Verantwortliche, also die jetzt da saßen, weil man sitzt da ja, um sich feiern zu lassen und huldvoll gegenseitig an den Eiern zu kraulen. Und dann kam ich halt aber raus und hatte auch eine kleine Matz mitgebracht zu dem Thema, was jeder gerne totschweigt, so wie das ganze Tagesprogramm. Und da saßen dann so einige schon in Schockstarre und dachten so, da haben wir nichts mit zu tun. Ich bin zwar von RTL der Chef, aber das wusste ich nicht. Tut mir leid, Entschuldigung. Da war so Ruhe und die anderen haben sich sehr gefreut, dass das eben auch mal gesagt wurde und das war schon spannend da zu sein. Du hast ja dann wirklich auch, ich möchte mal sagen, ja,
so eine Rüstung oder eine Uniform an. Also du trägst dann deine pinke Fliege. Das heißt also, du bist da in einem Auftrag unterwegs. Das ist kein Spaß. Nein, das ist wie ein Superheld. Also das habe ich auch immer gesagt. Ich vergleiche mich damit auch immer gerne. Ich wäre auch gerne Superheld geworden. Hat nicht ganz so funktioniert. Aber so halbwegs jetzt wenigstens, wenn ich mein Smoking mit der Fliege anhabe, ist das für mich wie Spider-Man in den Strumpfhosen. Aber sieht bei mir ein kleines bisschen besser aus. Fühlst du dich manchmal so ein bisschen wie der Betriebsratsvorsitzende des anspruchsvollen Fernsehzuschauers? Also das Ding ist, ich habe mich wirklich niemals gesehen als jemand, der jetzt anspruchsvoll geht und mit erhobenem Zeigefinger irgendwo darauf hinweisen will, was ist gut und was ist schlecht. Ich wollte eigentlich damals, als ich angefangen habe im Radio, auch einfach nur Spaß haben und gute Sendungen machen. Irgendwann habe ich gemerkt, weil ich das Fernsehen so liebte, auch wie werden wir immer mehr verarscht und wie nimmt es uns immer weniger ernst. Und ich bin eigentlich über den Versuch, mich darüber lustig zu machen, denn jetzt plötzlich so zu, auch für viele zu einem Sprachrohr geworden, dass sobald ich mal was Positives sage, die auch schon gleich ganz wütend sind. Na, wie kannst du das sagen? Das muss man so scheiße finden. Das ist so. Nein, also ich habe auch noch immer den Anspruch daran, dass ich mich freue, wenn ich mal eine gute Sendung sehe und ja, dass ich gerne mehr gutes Fernsehen hätte, auch wenn ich weniger zu tun hätte. Wäre alles wunderbar. Aber solange es noch so viel Müll gibt und es gibt immer genug für mich, da habe ich keine Probleme. Also da sehe ich nicht, dass es weniger wird. Bin ich froh, wenn ich was sagen darf überhaupt und wenn einer noch was dazu sagen kann. Ich finde das extrem wichtig, glaube ich, auch um den Kritiker. Hilft aber auch und hat die Lösung, falls mal wieder ein Gag nicht klappen sollte. Mit dem Neo Paradise Show Element. Das Famose aus der Dose. Pupsspray. Mit Entertainment-Garantie. Pupsspray hilft bei Ideenlosigkeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Pupsspray. Dramatisiert. Ist ein Stimmungsmacher. Und riecht nach Pups. Sogar das Schlauberger Blatt FAZ lobt den reflektierten Einsatz von Pups-Spray bei Neo Paradise. Und was den TV-Harlekinen Joko und Klaas recht ist, kann Wetten, dass nur billig sein. Die aufwendige Simulation zeigt, wie Wetten, dass abläuft, würde schon hier das patentierte Pups-Spray zum Einsatz kommen. Wetten, dass das hier ein Frauenparkplatz ist. Und ich gucke sie an und sage, Entschuldigung, wetten, dass ich das nicht gesehen habe. Und sie sagt, wetten, dass mir das scheißegal ist. Der Beweis. Pupsspray hat die Samstagabend-Gag-Garantie und funktioniert auch in schwierigen Fällen. Ist dein schöner Nagellack kaputt gegangen? Ja, das muss ich auch noch erklären fürs ZDF-Publikum. Ja, bitte. Erzähl. Was? Nee, weil ich weiß, wie die manche denken, oh, der ist lange in Köln gewesen. Naja, auch Pupsspray stößt manchmal an seine Grenzen. Pupsspray hilft auch ihrer Show, ist dermatologisch getestet und überwindet peinliche Stille nach einem missratenen Witz mühelos. Und riecht nach Pups. Pupsspray. Putting the F back into art. Ja, schön ist das, ne, so ein Pupsspray. Darauf trinke ich. Wir möchten unserem Kollegen Markus Lanz einen Gefallen tun und deswegen haben wir ein kleines Care-Paket, was wir ihm jetzt schicken werden, mit allem, was er braucht für die nächste Ausgabe. Erstmal eine Ecke und eine Kante, ja, braucht er, habe ich gelesen. So, dann natürlich eine Dose des patentierten Pupsprays. So, und das Ganze, weil es so schön ist, erstmal wird das hier frankiert, direkt, ne, wenn ihr auch mal was schreiben wollt, M hoch 2 TV-Produktionsgesellschaft, KKG, zu Händen Markus Lanz, Schützenstraße 15 22761 Hamburg. Ja, das kommt an. So, das machen wir hier drauf. Und dann haben wir hier noch unsere ganz neue, das ist wirklich toll hier, ja, die Helmut Kohl Briefmarke. Ja, die ist wirklich ganz neu. Die ist fett. Und ich würde gerne einfach auch so, um sagen wir mal, uns bei Helmut Kohl auch ein bisschen für die Einheit zu bedanken, würde ich dich, Violetta, bitten, die anzulecken. Ja. Frank Elsner. Dankeschön. Und einen herzlichen Dank an Oliver Kalkohol. Und jetzt? Und weisen vielleicht an der Stelle einfach mal darauf hin, ne? Das ist auch einer, den man sich nicht als Vorbild nehmen sollte, aber ein bisschen was kann man noch von ihm lernen. Vielleicht auch mal das Land hier. Sada Sumunji.
Moin, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Vier gesetztere Herren, dazwischen eine Frau und ich mittlerweile auch gesetzt, hingesetzt in jedem Fall. Ja, mein Name ist Markus Lanz. Ich bin der Neue. Schön, dass Sie da sind. Jetzt also ist Lanz Moderator von Wetten, dass, nachdem er im harten Ringen um diese privilegierte Position Mitstreiter wie Joko und Klaas oder auch nur Klaas und Joko separat und wahrscheinlich Mike Krüger aus dem Feld treten musste, kann er sich präsentieren als die Ikone des Zweiten. Nicht nur des Zweiten, sondern auch des Ersten. Nicht nur des Zweiten, Ersten, sondern des gesamtgroßdeutschen Fernsehens. Und was wird passieren? Das Publikum wird nach der ersten, der zweiten, der dritten Show es satt sein, dass der Schnösel sich an seinen Karteikarten festklammert, wie ein kleiner Junge an seinen Keksen, die Mami auf den Tisch gelegt hat. Es wird auch nicht mehr die investigativen Fragen hören wollen, die er zuvor noch in seiner Talkshow gestellt hat, die seine Gäste zur Weißglut getrieben haben. Wie haben sie sich eigentlich gefühlt, als sie gemerkt haben, dass sie fühlen können? Oder haben sie gemerkt, dass sie manchmal merken, dass sie nichts merken? Nein! Wetten, dass es nur drei Folgen dauert und dann ist Schluss. Ladies and Gentlemen, es ist soweit. Eine Band, zu der ich in den 90er Jahren sehr viel rumklutschen durfte, dafür bin ich Ihnen heute noch dankbar, spielt heute hier bei uns bei Neo Paradise. Skunk & Nancy, Black Traffic heißt das aktuelle Album, ihr aktuelle Single heißt I Hope You Get to Meet Your Hero. Im November sind sie auf Tour und sie spielen jetzt für uns hier. Skunk & Nancy! Fühlst du dich manchmal so ein bisschen wie der Betriebsratsvorsitzende des anspruchsvollen Fernsehzuschauers? Ja, also das Ding ist, ich habe mich wirklich niemals gesehen als jemand, der jetzt anspruchsvoll geht und mit erhobenem Zeigefinger irgendwo darauf hinweisen will, was ist gut und was ist schlecht. Ich wollte eigentlich damals, als ich angefangen habe im Radio, auch einfach nur Spaß haben und gute Sendungen machen. Irgendwann habe ich gemerkt, weil ich das Fernsehen so liebte, auch wie werden wir immer mehr verarscht und wie nimmt es uns immer weniger ernst. Und ich bin eigentlich über den Versuch, mich darüber lustig zu machen, denn jetzt plötzlich so zu, auch für viele zu einem Sprachrohr geworden, dass sobald ich mal was Positives sage, die auch schon gleich ganz wütend sind. Na, wie kannst du das sagen? Das muss man so scheiße finden. Das ist so. Nein, also ich habe auch noch immer den Anspruch daran, dass ich mich freue, wenn ich mal eine gute Sendung sehe und ja, dass ich gerne mehr gutes Fernsehen hätte, auch wenn ich weniger zu tun hätte. Wäre alles wunderbar. Aber solange es noch so viel Müll gibt und es gibt immer genug für mich, da habe ich keine Probleme. Also da sehe ich nicht, dass es weniger wird. Bin ich froh, wenn ich was sagen darf überhaupt und wenn einer noch was dazu sagen kann. Ich finde das extrem wichtig, glaube ich, auch um den Kritiker ernst zu nehmen, dass man nicht das Gefühl hat, da geht es nur um Gift und Galle und jetzt sucht man sich den nächsten Scheiß und eigentlich hat man gar keinen Spaß mehr daran, wenn es mal nicht so ist. Du hast aber, weil du gerade Sprachrohr angekündigt hast, etwas, das nennt sich Kalkwatch. Ja. Da sind wir alle verantwortlich, ja. Da muss ja der Bürger ziviles Engagement zeigen. Was ist da los? Ja, ich habe gedacht, es ist ja, also der Zuschauer, also alle auch, die hier sitzen und alle, die zu Hause eigentlich hier sitzen und zuschauen, sind ja doch mit das machtloseste Wesen, weil diese Quote, die immer gesagt wird, wie viele Millionen gucken, die gibt es in Wirklichkeit nicht. Es das ist für ZDF Neo-Moderatoren sehr interessant. Es ist sehr schön zu wissen für euch. In Wirklichkeit sehen euch nämlich viele, viele Millionen immer, aber ja, es wird nur nicht gemessen. Ja, ja, wie bei Tele5. Es ist halt, dass du nach altem System knapp 6.000 Leute haben ein Gerät und das wird hochgerechnet. Das hat aber nichts mehr mit dem zu tun, wie heute wirklich Fernsehen genutzt wird und auch zeitversetzt, Mediathek, Internet etc. Spielt alles keine Rolle. Und deswegen, selbst wenn man sagt, ich gucke nicht mehr, ich schalte aus, ich schmeiß den Fernseher
Fernseher raus. Das ist unnütz, weil das weiß keiner. Du bist unwichtiger als der Sack Reis in China. Es wird immer so ein bisschen getan, als wäre es nur eine Art direkte Demokratie, aber das stimmt gar nicht. Überhaupt nicht. Also, und deswegen, das gibt es nicht. Und deswegen habe ich gesagt, so jetzt möchte ich etwas machen, wo der Zuschauer sich schon wehren kann. Also wer etwas findet, soll das bitte melden unter www.kalkwatch.de oder bei mir über Facebook auf der Seite facebook.com/kalkofe melden. Aber Kalkwatch direkt ist ein Formular, sagen, ich habe das und das gesehen, das war furchtbar, bitte tu was dagegen. Beschwerdeformular. Und dann kann ich versuchen, also so wie bei der Polizei anrufen. Ob die dann kommt oder nicht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, man darf es versuchen und das melden. Ist wirklich eine sehr paramilitärische Bürgerwehr. Ja, also Kalkwatch ja wirklich, dass man selber jetzt sagt, mir reicht es und wenn man eine Mail an Sender schickt oder so, das ist ja völlig wurscht, das wisst ihr ja auch. Das kann Nancy. Grüß auf. Dankeschön. Ja und? Ah. Joko. Klaas. Hier. Wie sagte einst Hans Beim an der Lindenstraße, Silvester, Champagner für alle, es gibt was zu feiern. Ich dachte kurz, du machst mir jetzt einen Antrag. Was gibt's zu feiern? Der sympathischste Staatschef seit jetzt schon besoffen. Der sympathischste Staatschef seit Stalin, Wladimir Putin, ist 60 Jahre alt geworden. Prost. Man könnte tatsächlich sagen, du nimmst auch wirklich jeden Anlass, um zu saufen, ne? Ja, das stimmt. Aber gut, es ist vielleicht ein nichtiger Anlass, um mal wieder im Fernsehen zu saufen. Aber ich muss sagen, das ist schon eine Besonderheit. Als Russe 60 Jahre alt werden, passiert nicht jeden Tag. Da hast du auch wieder recht. Passiert nur auf Regierungsseiten. Und was gehört das für eine Party wahrscheinlich, ne? Ich meine, wir wissen, dass die Russen feiern können wie die Schweine, spätestens seit Violettas 100. Und wissen auch, dass diese Partys wahnsinnig sexy sein können. Ja, absolut. Ich meine, guck dir das mal an, ne? So sieht das aus. Das ist hier Wladimir Putin, ne? Das ist ein ganz lieber Mann. Der ist hier mit Delfinen und so weiter, ne? Guck mal, ein ganz lieber Mann. Das würde der Delfin doch merken, wenn das ein Mafia-Boss wäre. Die haben doch ein ganz feines Gespür. Wer von den dreien ist der Putin? Guck mal hier, ich meine, der gibt's mehr oben ohne Fotos bei Google als Michaela Schäfer. Überall, gerade irgendwie, weiß man aber gar nicht, ob er gerade drauf geritten ist oder gerade irgendwie das Pferd erwürgt hat mit eigenen Händen wie diesen sibirischen Tiger. Ich finde es wirklich toll. Aber die Stimmung soll nicht so prächtig gewesen sein auf der Party, wie man vermuten könnte. Ja, das Problem war einfach, er hatte wahnsinnig viele Künstler eingeladen. Ja, und die konnten aber nicht zum Fest erscheinen, weil die haben die Gefängnistür von innen nicht aufbekommen. Ja, ärgerlich. Schade. Ne? Ja. Aber heutzutage, was macht man, wenn die Stimmung so ein bisschen abflaut auf einer Party? Da gibt es ja mittlerweile ein probates Mittel. Wenn die Stimmung nicht so gut ist, dann lädt man sich Markus Lanz ein. Und der schüttelt ein paar spontane Gags aus dem Ärmel. Ja. Eine Show, der Zauber eines Abends, Nervenkitzel und Kunst aus Düsseldorf. Und ein Mann, der es allen gezeigt hat. In der Stunde Null nach Gottschalk moderiert Markus Lanz Wetten, dass so souverän weg, als wäre es ein Wenn ich sie wäre auf der IFA. Der sympathische Italo-Entertainer hat es geschafft. Die perfekte Show. Fast. Neulich schöne Szene in einem Kölner Parkhaus. Eine Frau steigt aus dem Auto, kommt wutentbrannt auf mich zu und sagt, Wetten, dass das hier ein Frauenparkplatz ist. Und ich gucke sie an und sage, Entschuldigung, Wetten, dass ich das nicht gesehen habe. Und sie sagt, Wetten, dass mir das scheißegal ist. Es geschieht das Unglaubliche. Trotz penibler Vorbereitung will das ausgeklügelte Gagfeuerwerk nicht zünden. Mal bitte rüber, so. Ja. Mal einmal anlecken. Ja. Ja, nochmal. Ja. Okay, danke schön. Danke sehr. Großen Applaus für Violetta. So, das Paket kommt jetzt raus. Danke sehr. Wir haben eine Band im Schrank stehen. Sie kommen aus Österreich und eigentlich ist es gar keine Band, es ist ein Hip-Hopper. Er endet auf Boy und viele werden jetzt sagen, bloß nicht. Nein, es ist nicht der Boy, den ihr denkt, es ist Left Boy. Fame.
Hat nicht funktioniert, der Gang. Doch, natürlich. Die Leute sind ausgerastet. Wissen nur nicht mehr, warum. Wir haben hier etwas. Und das hier, ne? Wenn man das hier sieht, guckt euch das mal an. Da könnte man denken, Home of the Whopper. Oliver Kalkofe jetzt exklusiv bei Burger King, ja? Ist aber nicht so, ja? Es ist tatsächlich eine gute Nachricht, die sich darin versteckt. Oliver Kalkofe ist zurück und zwar nicht nur er, sondern seine legendäre Show. Re-Kalk nennt sich das Ganze. Kalkofes Mattscheibe endlich wieder da bei Tele 5 und heute ist Oliver Kalkofe bei uns. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen! Oliver Kalkofe, schön, dass du da bist. Habt ihr das Pupspray schon benutzt? Ja. Oder ist das jetzt Eigenduft? Das, genau, nee, da hat einfach mal Jürgen den Arm ein bisschen. Ich dachte einfach so, einfach mal so zwischendurch für einen Lacher. Ne? Herrlich, kann man immer gebrauchen. Das, echt gut. Das hätte man auch gebrauchen können. Es gibt ja dieses Buch von Jörg Thaddeus, wo eine Bombe explodiert beim Fernsehpreis. Ja. Ne? Und das hätte man ja vielleicht da auch benutzt. War ja jetzt gerade erst Fernsehpreis. Ist für dich ja sicherlich eine besondere Veranstaltung in vielerlei Hinsicht, oder? Ja, also da waren natürlich wirklich einerseits ganz viele potenzielle Opfer, die da saßen von mir. Andererseits auch viele Schuldige und Verantwortliche, also die jetzt da saßen, weil man sitzt da ja, um sich feiern zu lassen. Und